Nicht nur ich, sondern alle Kollegen von mir haben das große Glück, hier im Bode-Museum zu sein, einem der schönsten Museen weltweit. Diese Ateliers haben alle ein optimales Licht, ein Tageslicht, wo wir je nach Jahreszeit mit Kunstlicht ergänzen können. Wir haben hier eine Werkstatt für Textilrestaurierung, Steinrestaurierung, dann die Gipsrestaurierung und hier im oberen Geschoss sind die Ateliers oder die Werkstätten für polychromierte Bildwerke auf verschiedensten Trägern, also Ton, Katapester, Holz, Elfenbein und natürlich auch wenn wir polychromierte Steinbildwerke haben, sind die auch hier oben. Unsere Hauptaufgabe ist natürlich, dass wir für die Stücke, die in die Sammlung kommen oder Objekte, die in der Sammlung stehen, bestimmte Fragestellungen heute beantworten können, viel eher als vor vielen Jahren. Dieses Stück ist in mehreren Teilen zerbrochen gewesen, interessanterweise wohl im 19. Jahrhundert restauriert. Darüber hinaus hat dieses Stück einen Überzug erfahren, dieses Relief, und zwar einen dunkelbraunen Schellacküberzug, wo man versucht hat, die verschiedenen Schäden zu überdecken. Und jetzt überlegen wir, welche Art von Retusche ist für dieses Relief das geeignete. Es ist eine Agnes, heilige Agnes, um 1390 entstanden. Und ich untersuche die für den Bestandskatalog mittelalterliche Bildwerke. Hier geht es vor allen Dingen darum, dieses Objekt technologisch zu erfassen, sowohl von der bildhauerischen Bearbeitung als auch von der Fassung. Der Bestand in unseren Magazinen ist sehr groß, teilweise wenig erforscht. Und wir haben auch immer wieder Fragestellungen, ist dieses Stück aus der Zeit oder handelt es sich um eine Fälschung? Da ist natürlich diese Tätigkeit teilweise mit denen eines Detektivs vergleichbar. Das Interessante ist an diesem Bildwerk, dass der Kopf überproportional groß ist zum Körper und daher auch immer die Frage ist, ist es so, wie es mal angekauft worden ist, ein italienisches Stück, das nicht fertig geworden ist, oder handelt es sich hier tatsächlich um ein Stück, wo eine Zeit der Renaissance suggeriert werden sollte. Wir Restauratoren haben den großen Vorteil, dass wir immer am Objekt unmittelbar tätig sind. Aber die Motivation ist in erster Linie, Kunstwerke zu erhalten, Kunst zu erhalten, ganz allgemein. Ja.